Für ihren ersten 3D-Drucker startet die Firma Kaiwu eine Kickstarter-Kampagne und ich habe mich einverstanden erklärt, ein Vorserienmodell des Tycoon zu testen. Geweckt wurde mein Interesse an dem Drucker von der sehr robust wirkenden Mechanik im Zusammenspiel mit dem Direktextruder, eine Bauart, die zu meinem Bedauern in aktuellen Druckern eher selten anzutreffen ist. Ferner wurde mir zugesichert, dass der Quellcode der Druckerfirmware veröffentlicht wird. Closed-Source-Drucker, womöglich mit gechipptem Filament, kommen mir nicht mehr in die Werkstatt. Druckertests finde ich mittlerweile nicht mehr wirklich interessant, aber bei einer Kickstarter-Kampagne ganz vorne mit dabei zu sein, ist wirklich spannend, zumal mein Kontakt zum Hersteller vermuten lässt, dass hier sowohl von der Hardware als auch in Sachen Service einiges zu erwarten ist. Das maximale Druckvolumen beträgt 24×24×24 cm, womit das Gerät für die meisten Aufträge geeignet ist und dabei nicht allzu viel Platz auf dem Schreibtisch beansprucht. Geliefert wird der Kaiwu Tycoon gut verpackt und weitestgehend vormontiert. Zur Fertigstellung müssen als erstes Rahmen und Unterteil miteinander verschraubt werden. Die dann zu erledigende Verkabelung besteht im Einstecken des Schrittmotors, des Endschalters der Y-Achse und von Druckbettheizung und dem zugehörigen Thermoelement. Nach dem Montieren der vorderen Standfüße, des Filamenthalters und der Glasplatte auf dem Druckbett ist die Montage bereits abgeschlossen. Ich habe daraufhin mit der Demontage der Verkleidungsbleche weitergemacht, um einen vollständigen Blick auf die Mechanik werfen zu können, was nach dem Lösen von nur 8 Schrauben pro Seite bereits erledigt ist. Die aus 20×20 und 40×20 mm starkem Aluprofil aufgebaute Konstruktion ist wirklich extrem stabil, es ist kein Verwinden festzustellen, wirklich nichts wackelt an dem Rahmen. Alle Kabel sind sauber verlegt und mit Kabelbindern am Rahmen gesichert. Unter der Verkleidung wird kein Pfusch versteckt, mein guter erster Eindruck von dem Drucker wird bestätigt. Die Y-Achse wird von 2 Rundeisen mit 8 mm Durchmesser geführt, die Linearkugellager haben kein spürbares Spiel. Der Riemen kann über die Langlöcher, mit denen der Schrittmotor befestigt ist, bei Bedarf gespannt werden, ab Werk war das bereits gut eingestellt. Die Führung der X-Achse erfolgt längs einer Spezialschiene, auch dieser Teil der Mechanik ist sehr robust und spielarm. Der Riemen der X-Achse war bei meinem Vorserienmodell allerdings etwas zu locker. Zum Nachspannen haben die recht kurz erscheinenden Langlöcher der Motorbefestigung jedoch vollkommen ausgereicht. Die Z-Achse wird von 2 Schrittmotoren über Spindeln angetrieben. Die Führung erfolgt wie bei der Y-Achse mit Hilfe von Linearkugellagern entlang von 8 mm Rundstäben, auch hier ist kein Spiel festzustellen. Wie bereits gesagt, ist ein Direktextruder verbaut. Das an der Vorderseite angebrachte Handrad an der Welle des Extrudermotors erleichtert das Einführen von Filament und ist auch hilfreich, um eine eventuell verstopfte Düse zu diagnostizieren, eine sehr gute Idee. Nach dem Entfernen der Verkleidung sind die beiden Lüfter zu sehen, die sehr geräuscharm arbeiten. Das Hotend ist mit einer Isolierung aus temperaturbeständigem Silikon versehen. Im Vordergrund ist der Sensor zum Leveln des Druckbetts angebracht, der gleichzeitig als Endschalter der Z-Achse dient. Bei diesem Vorserienmodell aus Plastik gefertigt, soll hier zum Serienstart eine Version aus Metall verbaut werden. Das Handrad stößt an den Rahmen, wenn die X-Achse zum Endschalter fährt, dieses Problem wird in der Serie durch eine geänderte Form des Rades gelöst. Das Netzteil besitzt eine Ausgangsspannung von 24 Volt bei bis zu 14,6 Ampere, was einer elektrischen Leistung von 350 Watt entspricht. Der Ein-Ausschalter befindet sich zusammen mit dem Netzstecker auf der Rückseite des Gerätes und ist somit im Notfall nur schlecht zu erreichen, an der Gerätevorderseite wäre der Schalter besser platziert. Die sehr kompakte Hauptplatine ist an der Oberseite des Rahmens befestigt. Die Schrittmotortreiber sind aufgesteckt und können somit bei Bedarf ausgetauscht werden, gut so. Wegen Problemen mit Überhitzung der Motortreiber auf diesem Vorserienboard wird das Design selbiger für die Serienproduktion nochmals geändert.
Die Druckdaten werden über eine Micro-SD-Karte zum Drucker übertragen, beim Serienmodell wird auch ein Schacht für normal große SD-Karten verbaut sein. Zu sehen ist das WLAN-Modul, der Drucker kann auch per drahtlosem Netzwerk angesprochen werden. Der 3,5 Zoll messende farbige Touchscreen reagiert sehr gut auf Eingaben, das Druckermenü ist übersichtlich aufgebaut, was die Bedienung des Gerätes sehr erleichtert. Vor der Inbetriebnahme muss die X-Achse auf beiden Seiten auf die gleiche Höhe über dem Druckbett eingestellt werden. Als Justierhilfe verwende ich den beiliegenden USB-Kartenleser. Damit ist die manuelle Justage des Druckers auch schon abgeschlossen. Das Leveln des Druckbetts erfolgt mit Hilfe des Sensors am Druckkopf automatisch. Nachdem alle Achsen zu den Endschaltern gefahren wurden, beginnt die Prozedur. Auf dem Druckbett werden insgesamt 9 Punkte angefahren und an diesen die Höhe gemessen, indem die Z-Achse abgesenkt wird, bis der Sensor auslöst. Der Vorgang ist nach etwa 2,5 Minuten abgeschlossen. Die Maximaltemperatur des beheizten Druckbetts beträgt laut Firmware 135 Grad Celsius. Dabei sind 40 Grad Celsius nach etwa 2 Minuten, 60 Grad Celsius nach 4 Minuten, 90 Grad Celsius nach 9 Minuten und 100 Grad Celsius nach 11 Minuten erreicht, was mehr oder weniger der Maximaltemperatur entsprechen dürfte. In meinem Videostudio beträgt dabei die Umgebungstemperatur etwa 19 Grad Celsius. Nach dem Vorheizen des Hotends auf 200 Grad Celsius für PLA kann das Filament eingeführt werden, bis Plastik aus der Düse austritt. Somit ist der Drucker bereit für einen ersten Auftrag. Als erstes drucke ich das Kettenglied für ein Roboterfahrzeug. An dem Bauteil teste ich den Filamentsensor, indem ich selbiges mit einer Zange durchtrenne. Sobald das fehlende Filament den Schalter auslöst, ertönt ein Warnsignal und der Druckkopf fährt zum Endschalter der X-Achse. Nun kann das Filament gewechselt werden, was sich als etwas fummelig gestaltet, mit der beiliegenden Zange aber zu lösen ist. Ist das Filament wieder eingefädelt, kann der Druckauftrag fortgesetzt werden. Eine zweite Funktion, die den ein oder anderen Druckauftrag retten kann, ist Resume After Power Loss, was ich hier teste, indem ich den Drucker einfach ausschalte. Sobald die elektrische Energie wieder fließt, erkennt die Firmware des Druckers, dass der letzte Auftrag unterbrochen wurde und dieser kann über den Touchscreen fortgesetzt werden. Nachdem Druckbett und Hotend die Zieltemperatur wieder erreicht haben, fahren X- und Y-Achse zu den Endschaltern und der Auftrag wird fortgesetzt. Dabei presst der Extruder allerdings zu Beginn etwas zu viel Plastik aus der Düse. Die Firmware dieses Vorserienmodells ist noch nicht perfekt, der Hersteller arbeitet zurzeit intensiv an dem nötigen Feintuning. Prinzipiell funktioniert das Ganze aber und im Fall des Falles erhaltet ihr auch mit der Stromunterbrechung ein fertiges Bauteil. Im dritten Anlauf lasse ich den Drucker den Auftrag ohne Unterbrechungen abarbeiten. Die erste Lage wird mit einer Schichtstärke von 0,35 mm gedruckt. Wie zu sehen, funktioniert das automatische Leveln des Druckbetts augenscheinlich gut, der Kunststoff haftet an allen Stellen gleichmäßig am Druckbett. Die folgenden Lagen werden mit einer Schichtstärke von 0,2 mm gedruckt. Beim Druck ist deutlich die Auf- und Abbewegung der Z-Achse zu sehen, wodurch die Unebenheiten des Druckbetts ausgeglichen werden, die der Drucker beim automatischen Leveln vermessen hat. Da das Gerät insgesamt extrem leise arbeitet und die Spindeln an der Oberseite nicht geführt werden, ist diese Bewegung der Z-Achse beim Druck mitunter als leises Knarren und Klappern zu hören, das durch die Blechverkleidung des Rahmens verstärkt wird. Einen negativen Einfluss dieses leichten Klapperns auf die Druckqualität kann ich nicht feststellen und das Geräusch ist in der Praxis kaum zu vernehmen.
Die Objektkühlung funktioniert gut. Die 45 Grad Überhänge an den schmalen Wänden des Kettengliedes werden sehr sauber gedruckt. Ebenso der Knubbel links und das, obwohl sich dieser auf Lee, also der vom Wind abgewandten Seite befindet. Der Lüfter befindet sich auf der Rückseite des Druckkopfs und bläst nach vorne. An der runden Öffnung rechts sind die scharfen Kanten klar zu erkennen. Es werden keine Fäden gesponnen. Stringing ist kein Problem bei diesem Druckkopf. Die 2 mm starken Wände werden schön gerade gedruckt. Die unvollständige Firmware meines Vorserienmodells erlaubt noch keine Einstellungen der Maschinenparameter wie Beschleunigung oder maximale Geschwindigkeit der Achsbewegung, aber auch mit den Standardwerten erhält man ausgesprochen gute Druckresultate. Das 35x35x16 mm kleine Kettenglied ist nach etwa 40 Minuten fertig. Für einen ersten Druck out of the box ist das Ergebnis sehr gut, ich bin rundum zufrieden. Der nächste Druckauftrag wird das größte Bauteil meines neuen Rovers, das Chassis. Dieses besitzt auf der Oberseite, die beim Druck die Bodenplatte darstellt, ein Raster aus insgesamt 246 3 mm durchmessenden Öffnungen. Die Bohrungen werden zunächst als Kreise auf dem Druckbett gedruckt. Wie zu sehen, werden alle Ringe gleichmäßig gedruckt und haften gut auf dem Druckbett, ein Indiz, dass das automatische Leveln über die ganze Glasplatte hinweg sehr gut funktioniert. Die Grundfläche des Roboter-Chassis beträgt 163x207 mm und füllt das Druckbett somit fast ganz aus. Die Oberfläche der hier zu sehenden dritten gedruckten Lage ist schön glatt, die Sechsecke der vierten Lage werden wie zuvor die Ringe der ersten Lage schön gleichmäßig gedruckt. Dass der Druck nicht richtig zentriert ist, kann man ebenfalls der sehr frühen Firmware-Version zuschreiben, das zu korrigieren ist kein großes Ding. Die 2 mm dünnen Wände besitzen ebenfalls ein Raster aus 3 mm Öffnungen, womit das Filament beim Druck oft zurückgezogen werden muss. Auch hier zeigt der Drucker keine Schwächen, alle Bohrungen werden sauber gedruckt, die Wände sind schön gerade. Der Druck hat etwa 20 Stunden gedauert, das Resultat ist sehr gut, meine Begeisterung für das Gerät bleibt bestehen. Das fertige Chassis zeigt keine Ablösungen vom Druckbett, lässt sich nach dem Abkühlen aber leicht von der Glasplatte lösen. Das Vorserienmodell des Kaiwoo Tycoon hat die Gene, ein rundum gelungener 3D-Drucker zu werden. Die Mechanik ist extrem solide und weitestgehend spielfrei, die Druckergebnisse sind herausragend, und zwar im positiven Sinne. Wer einen Drucker sucht, der nach wenig Einstellarbeit verlangt und mit dem man sehr schnell zu guten Resultaten kommt, sollte die günstigen Angebote zum Gerät während der Kickstarter-Kampagne nutzen. Bereits mein Vorserienmodell zeigt, abgesehen von der Firmware, keine wirklichen Schwächen, aber viele Stärken. Besonders gefallen hat mir beim Drucken das Handrad am Extruder sowie die gut funktionierende Auto-Level-Funktion. Nimmt man schlechtere Druckergebnisse in Kauf, ist auch sehr billiges Filament mit dem Direktextruder leichter zu verarbeiten. Bei allzu günstigem Filament wird der Durchmesser von 1,75 mm oftmals nur unzureichend eingehalten, womit dieses in einem Bowden-Extruder gerne klemmen bleibt. Daher mag ich diese allesfressenden Direktextruder einfach lieber. Angenehm hat den Test außerdem die Tatsache gemacht, dass die Mechanik zu keiner Zeit einen Frustmoment hat aufkommen lassen, alles läuft wie geschmiert. Damit ihr euch ein noch besseres Bild vom Kaiwoo Tycoon machen könnt, gibt's alle Fotos, die ich von der Mechanik sowie den Beispieldrucken angefertigt habe, in hoher Auflösung auf meinen Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!